Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibärmbande. Wir sind heute beim 58. Tag. Oder 57. Tag. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ich glaube, der 58. Tag und der 12.11. Und wir sind im Positiven. Wir sind im Positiven. Sehr positiv. Und wir spielen gegen den Meister. Superschön. Meister Zufall. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht landen wir jetzt wieder im Negativen. So, good luck, have fun. So, können wir mal fragen nach einer Race. Der ist ja nett und sagt das uns. Wenn nicht, müssen wir nach Zerg-mäßig spielen. Er sagt es nicht. Okay. Er kiest. Okay. Er schießt. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay. Egal was es ist, wir spielen Doppelgate. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, wir spielen gegen Terrano. Doppelgate gar nicht so schlecht. Ist zwar ein bisschen blöd, dass es halt unten jetzt ist, aber. Wir müssen nur seinen Käse finden. Oh! Kann er gerne machen. Wir müssen nur aufpassen, dass langsam mal einen Pfeilen bauen. Er kiest, er kiest, er kiest. Mir kiest er nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, und danach bauen wir unser Echse. Ich bin hier. Eine können wir noch. Die bauen uns unsere Echse. Was ist euer Begehr? Ich bin das Herz der Finsternis. Das war zu viel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier sind ich bin die Stimme der Finsternis. Hier sah ich mich an ihr in den Schatten. Wie ihr befehlt. Oh ja, der Käse wirklich. Faszinierend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nein. Was ist euer Beginn? Unbedingt gleich Glossies. Forschung abgeschlossen. Shit. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Shit, Pylonen verrafft. Kommen Sie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja.
den Dai Lam. Vorwärts! Hosala! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Scheiß Marines! Basis wird angegriffen. Also Marines sind echt ultra. Eure Sonden. Naja, GG. Okay. Das war ganz schön krass. Ich hätte gleich mehr Armee bauen müssen. Da war echt ein bisschen Fehler von mir gespielt. Aber es passt schon. Mass Marines, naja. Das Problem war halt auch, dass meine Base unten war. Das ist halt, also ich wusste halt nicht, was kommt. Das ist halt blöd mit diesem Kack. Random. Man weiß echt nicht, was kommt. Und ich musste halt unten zumachen. Sonst hätte er mich ja absolut mit Zergling gebrannt, wenn er Zerg gewesen wäre. Jetzt spielen wir wenigstens zum Glück wirklich gegen Terraner. Und da wissen wir, was wir spielen müssen. Und wahrscheinlich versuchen wir eine Echse mehr zu nehmen. Eure Sonden werden angegriffen. Ja. Das war so klar. Seine Echse jetzt durch und ich habe nichts zur Verteidigung. Das ist echt mies. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ja, Piloten auch noch vergessen. Jetzt ziemlich hinten dran, ne? Ihr habt Hungert auch schon. Ihr seid auf mich angewiesen. Oh Mann! Die Kälte geht schon los. Wir sind ein. Ich bin die Stimme der Finsternis.
ist gut. Ich muss um die Keilen bauen, die habe ich nämlich letztes Spiel. Ich habe auch vergessen, dass das mich das letzte Spiel gekostet hat. Was ist? Nicht genügend Energie. Nee, Holz brauche ich. Nicht genügend Energie. Ein Omen? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, hat noch nichts gegen Luft. Ach, Ede würde meinen, ey. Ich hasse diese Viecher einfach nur. Wie du meinst, ein absoluter random Scheiß. Scheiße, stehen jetzt mal noch zwei Bogen Red Widow mein. Unbedingt Kolosser. Ihr habt nicht erneut. Ihr habt nicht genügend Mineral. Eure Krieger Schitte kommt. Könnte kommen. Feld erschöpft. Nicht genügend Energie. So, jetzt fahren wir langsam mal hier. Peradak-Koral. Da ist was. Kalibriere Linsen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Angegriffen. Ikkoda-Anai. Mineralienfeld erschöpft. Forschung abgeschlossen. Was ist hier seit eure Sonden aufgegriffen? In Socken bündelt das, wir werden Rache üben. Kalibriere Phasenkristalle aufgeladen. Volle Systemleistung. Ich bin hier.
Soknaku Afal. Wir werden Rache. Ich bin. Genug. Mineralien fällt erbost. Verbündet das Licht, Raju. Lasst unsere Feinde eure Sonnenschwerung angegriffen. Phasenkristalle aufgeladen. Wir werden bündelt das Licht Rajurt. Andakuele nun bei 100%. Beginne Vernichtung. So ein Scheiß. Tja, den musste ich jetzt angreifen, es ging nicht anders. Na, es sieht doch ganz gut aus. Sind bald wieder bei 4000. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö tschö, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutibär. Tschö, tschö.